Bim, badim. Herzlich willkommen bei 5 Minuten für, na, Beaujolais am Limit heute. Am Limit muss man ja wirklich sagen, als Bianca und ich vor über 10 Jahren diese Firma gegründet haben und auch dieses Format gegründet haben, da war noch nichts am Limit und heute höre ich überall, alles ist am Limit und naja, hier sind wir auch am Limit und viele sagen, am Limit, warum heißt es überhaupt am Limit? Ich kann es euch sagen. Am Limit heißen wir deswegen, weil es A, um limitierte Sachen geht, weil es darum geht, dass die Weine nicht, sage ich mal, bis in uns endlich reproduzierbar sind, wie das in der Industrie häufig der Fall ist. Das sind hier meistens Sachen von Winzern, die sehr kleine Partien und begrenzte Anzahl machen und um große Weine herzustellen, vielleicht wäre auch das Wort marginal das Richtige gewesen, aber wir haben es Limit genannt, limitiert eben auch durch die natürlichen Möglichkeiten. Das sind der Boden, das Klima, die Rebe und natürlich der Produzent selber. Und fangen wir mal an beim Beaujolais. Der Boden ist Granit, Grauwacke, teilweise verwittert. Also auf jeden Fall ein anspruchsvoller Boden, vor allen Dingen im Norden des Gebietes. Beaujolais selbst hat ja, naja, ambivalenten Namen, liegt ein bisschen daran, die Industrie hat sich wirklich keine Mühe gegeben, daraus einen schönen Wein zu machen. Kann aber so regional getrunken durchaus Spaß machen. Rebsorte ist hier Gamay, Gamay Noir, Agis Blanc. Eine Sorte, die vor allen Dingen hier gut wächst, weil sie sozusagen natürliche Betrags- oder Ertragsbegrenzung erleidet. Meistens sehr dicht gepflanzt im Gobelet und teilweise auch aus sehr, sehr alten Reben. Und das hat auch wieder viele junge Winzer sozusagen ja, in die Gegend gelockt, weil die Weingärten etwas weiter nördlich im Burgund so teuer sind. Die kann sich kein junger Entrepreneur leisten. Also sind viele eben dorthin gegangen. Also sprich Gamay Noir, die völlig unterschätzt ist, die vielleicht nie so richtig die ganz profunden Weine macht, aber mit einer Leichtigkeit daherkommt, mit einer Frische, die ihresgleichen sucht. Und wenn wir schon mal bei dem anderen Teil noch sind vom Terroir, Klima. Klima ist hier eher kontinental. Wir sind sozusagen an den Hängen des Massiv Central. Das heißt also zwar ein bisschen noch aus dem Süden kommt mediterranes Klima, aber ansonsten schon heiße Sommer, kalte Winter. Das sozusagen kennzeichnet die Region. Und vor allem das Beaujolais aufgrund seiner sehr unterschiedlichen Topografie mit seinen vielen, vielen, vielen kleinen Lagen, würde ich sagen, kann man so fast gar nicht greifen. So viele kleine Mikroklimas gibt es da. Deswegen gibt es unzählige viele kleine Parzellen. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil des Terroirs, des Gedankens vom Terroirs, des Ursprungsgedankens. Das ist der Winzer. Und der Winzer hier in diesem Fall ist Anthony Thévenet, ausgebildet bei den ganz Großen im Beaujolais, bei Jean Foyard, bei Descombes. Und 2013 hat er sich selbstständig gemacht. Mittlerweile ist sein Vater in den Betrieb eingestiegen. Sehr süß, hat den Job bei Mercedes-Benz-Vertretung aufgegeben in Lyon oder so und arbeitet jetzt zusammen mit seinem Sohn gemeinsam biologisch, teilweise sogar nach biodynamischen Prinzipien. Und Anthonys Weine sind im Ausland schon sehr gefeiert und wir waren happy, noch ein weiteres Weingut in unsere Beaujolais oder in unsere Beaujolais-Familie aufzunehmen. Das heißt, also mit ihm fangen wir mal an. Beaujolais Village ist immer so ein bisschen außerhalb der Crus, mit anderen Worten meistens ein Wein, der ein ziemlich gutes Leistungs- und Preisverhältnis hat. Nicht Preis-Leistung, sagt man nicht mehr, 80er. Leistung und Preis, hier ist Leistung und dann kommt der Preis. Und Village eben aus bevorzugten Orten. So, fangen wir mal an. Ausgebaut wird das Ganze hier im Betontank. Nicht im Holz, das kommen dann die nächsten. Beaujolais Village ist so immer schon gedacht, so ein bisschen den Charakter einzufangen. Und den haben wir hier für Gamay. Rote Frucht. Bisschen wieder Gang über den Weihnachtsmarkt, ein bisschen Granatapfel, ein bisschen dieser Paradiesapfel, den man so knabbern kann. Natürlich die gequetschte Kirsche, dieses fruchtige Element. Aber was ganz toll ist, so ein bisschen spicy, aber leicht geknüpft. Das ist kein Wein, der lange alt oder lange reifen muss. Die können manchmal sehr, sehr gut reifen, aber eigentlich machen die richtig Spaß, wenn sie jung sind. Das sind dynamische Weine. Das sind Weine, wenn man was zu feiern hat. Wenn man abends nach Hause kommt und vielleicht mal nicht den ganz großen Griff in den Schrank macht, dann kommt man vielleicht mal bei solchen Weinen raus, die ich persönlich immer super finde. Sie begleiten den Alltag, sie schonen den Geldbeutel und sie machen eine Menge Spaß im Glas. Schön saftig, frische Gerbstoffe. Mit frischen Gerbstoffen meine ich nicht so kantig, nicht so körnig, eher fein, so ein bisschen wie Schmirgelpapier gehen die über die Zunge. Maceration carbonique, das ist sozusagen diese ganz Traubenvergärung, die sozusagen durch den Druck entsteht, der entsteht, während der Wein anfängt zu gären. Kohlensäuremaischung, wie man sie auch nennt. Und
sozusagen dafür sorgt, dass der Wein auch so eine fruchtige Obernote bekommt. Primärfrucht, wie wir sagen in der Weinbranche. Also mit anderen Worten hier, ganz klassischer Style und deswegen nicht im Holz gewesen, deswegen nur im Betonküff, damit man wirklich die Frucht erhält und das ganz frisch und unkompliziert hat. So muss es sein, gibt profundere Sachen, ist aber hier mit der Leichtigkeit und der Frische total bezaubernd. Und 21, ein Jahrgang, der am Anfang von vielen Winzern überall auf der Welt sehr ambivalent gesehen wurde, vor allen Dingen in Europa. Oder insgesamt in Europa 21 und mittlerweile sich rausstellt, Weine mit einer Leichtigkeit, mit einer Frische, die vielleicht so ein bisschen wieder back to the roots sind, also zumindest Weine, die wieder ein bisschen erinnern an vielleicht die 90er oder Anfang 2000er, wo die Jahrgänge nicht ganz so knackig heiß waren. Und deswegen viele Weine, die, worüber, glaube ich, die Winzer selbst am Ende erstaunt waren. So, wir kommen dann zu einem anderen jungen Winzer, na, so jung ist er auch nicht mehr, Julien Sunier, weit gereister Mann, hat unter anderem auch im Burgund gearbeitet, stammt auch selbst aus Dijon. Ja, das ist jetzt ein Cru de Beaujolais, das ist der Morgon, guten Morgon. Ein guter Morgon ist das hier in dem Fall aus 7 verschiedenen Parzellen, da sind wir schon beim Thema, aus teilweise sehr, sehr alten Reben, sehr eng gepflanzt und der wird 9 Monate in einem Fût, sprich in einem großen Fuderfass, partiell auch in kleineren Holzfässern ausgebaut, aber hier ist Holz schon ein bisschen mit, sozusagen mit von der Partie. Seine Weine glänzen eigentlich immer durch eine gewisse Leichtigkeit. Er selbst ist in einem der ganz hohen Orte, in Avena, also sprich mitten im Zentrum des Beaujolais, wo er keine zusätzliche Kühlung braucht, weil es ist nachts so kalt. Mit anderen Worten, er kann eine ganz normale Fermentation machen, eine natürliche Fermentation, ohne noch zusätzlich irgendwie mit Wasser oder mit Eis oder mit sonstigen Elementen kühlen zu müssen. Wow, das ist natürlich jetzt schon ein Riesenschritt, ne? Von dieser eher, sagen wir mal, feuchtfröhlichen Party-Variante kommen wir jetzt hier in die ganz seriöse, aber extrem federleichte Variante. Gerade angekommen. Julien Sunier Weine sind in unserem Sortiment schon seit einigen Jahren, sind echte Klassiker, die 21er. Ja, riecht man schon. Fein, ganz zart, fast so ein staubiger Duft, fast als wenn man Steine mit den Füßen zertritt irgendwie und der Staub so aufwirbelt, so riecht das hier. Richtig spicy, nicht so primärfruchtig und trotzdem mit einer unglaublichen Gourmand, also mit einer ja, Saftigkeit, da kriegt man richtig Umami kann man ja, wie gesagt, nicht riechen, man kann es, wenn, nur schmecken. Und wenn man es schmecken kann, wissen viele, wissen gar nicht, was das ist, aber es riecht schon lecker und ich denke, es schmeckt auch so. Mhm. Oh, hat noch eine gewisse Schroffheit, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, eben an diesem Jahrgang, dass es nicht so ein perfekt heißes Jahr war, sondern eher ein etwas kühl moderateres Jahr. Trotzdem eben, der Wein hat den Trinkzug und genau das, was ich von einem Gamay auch erwarte, dass er eine gewisse Saftigkeit hat, eine gewisse Fröhlichkeit, eine Lebendigkeit. Das ist eigentlich, was diese Rebsorte auch auszeichnet. Und das ist auch ein bisschen das Idealbild, was Julien haben will. Also Morgon, einer der 10 Cru, einer von den Cru, einer der größeren Cru auch und einer von denen, die bei richtigem Ausbau und aus den richtigen Händen auch mal durchaus mal ein paar Jahrzehnte reifen können, nicht müssen. Julien arbeitet ziemlich naturnah, das heißt, seine Weine sind nicht geschönt, nicht filtriert oder sonst was. Sieht man auch ein bisschen im Glas. Es ist einfach ein ja, sehr atinasaler, ja, fast, ja, oder handwerklicher Stil, so würde ich das sagen. Und individuell natürlich, klar, also ein richtiger Vigneron-Stil. Super, kommt richtig was bei raus. Hab das falsche Glas genommen. Das muss ich nochmal ausprobieren. Naja, gut, kommt davon, ne, wenn man so viel redet die ganze Zeit. Ja, wäre aber auch okay gewesen damit. Sehr schön, aber ich möchte sie nochmal vergleichen, den Wein. Spicy, wirklich und richtig lecker. So eine fast eine Fraise de Bois, also Walderdbeere. Und jetzt kommen wir zu einem Wein, auf den ich mich sehr gefreut habe. Auch aus den Händen von Anthony Thévenet ist jetzt ein 2018er. Der Jahrgang ganz anders. Jahrgang war sehr heiß, sehr warm, sehr konzentriert. Die Reben hier sind gepflanzt zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkrieges. 1860 bis 1870. Krass. Nein. Doch, super alte Reben. Deswegen nennt er ihn auch Centenaire, also die mehr als 100-Jährigen hier in dem Fall.
Und auch hier der Stilistik, würde ich sagen, ähnlich wie bei Julian, unfiltriert, ungeschönt, möglichst naturbelassen, möglichst geringe Schwefelwerte. Manchmal in manchen Jahrgängen, Julian, mittlerweile ist er so weit, dass er in bestimmten Jahrgängen gar keinen zusätzlichen Schwefel mehr hinzugibt. Es gibt ja auch noch genug Schwefel, freien Schwefel, der so in der Flasche ist, der dann bei richtiger Arbeit eben ausreichend stabilisiert. Aber man sieht es schon, der Wein hat auch schon eine gewisse Reife, also insofern, dass man sieht, er verliert so ein bisschen dieses Purpurrote und er lässt schon ein bisschen schon nach. Jetzt bin ich mal gespannt von der Nase. Boah, das ist krass, das könnte stilistisch ganz anders, das riecht ja fast ein bisschen wie Grenache oder wie Südfrankreich auch, sicherlich dem Jahrgang geschuldet, aber auch die Stilistik von unserem lieben Freund Anthony ist sowieso immer ein bisschen mehr fleischiger zu sein, vor allen Dingen bei seinen Cru. Er liegt in einem Weiler, der ein bisschen flacher liegt und dementsprechend die Weingärten nicht ganz so hoch sind und er sowieso immer ja, den etwas fleischigeren, üppigeren Stil hat. Und deswegen ist es auch eine schöne Ergänzung, also es ist eine ganz andere Richtung. Wer die Finesse sucht, ist sicherlich mit Julians Morgon gut bedient, allerdings auch mit diesem wunderschönen Beaujolais Village. Hier hast du Minze, Kräuter. Das ist schon toll. Das ist ein Statement. Ne? Das ist ein großer Wein. Also ohne Frage. Aber auch schon reif. Ne? Eine gewisse Reife. Also die ich finde schon gut zu trinken. Oder sagen wir mal gut zu riechen. Ja, trotzdem. Am Gaumen, das ist geil. Diese Saftigkeit, die Länge, die Frische. Absolut präzise. Sicherlich wahrscheinlich keiner von seinen Weinen, die man 10 oder 15 oder 20 Jahre hinlegt, aber bis zu 10 Jahren wird er sicherlich machen. Ich finde das jetzt schon richtig gut zu trinken, macht richtig Spaß. Hier merkt man mal, dass Beaujolais auch manchmal eine ganz andere Richtung sein kann. Anderes Terroir, gar nicht so eine andere Vinifikation, aber doch in gewisser Weise dann doch wieder ein anderer Stil. Hat auch was mit dem Lesezeitpunkt sicherlich zu tun und hier auch speziell mit dem Jahrgang. Aber die Nase ist der Hammer. Da hast du richtig Pflaume, Zwetschge, eher diese dunklen Früchte, dieses getrockneter Thymian, Kräuter und. Also da kann man viel rausriechen, aber es ist natürlich ein ganz markanter Stil. Hier die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Hier, das muss man erstmal ertragen können. Aber wenn man das erträgt, dann ist man ganz vorne dabei. Mega Stopp. Sehr soft, sehr weich, super weich. In dem Sinn, ich wünsche euch mit den beiden Weinen, mit den drei Weinen, richtig viel Spaß im Glas. Beaujolais, du hast es verdient, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir tun alles dafür, dass mehr Beaujolais getrunken wird. Damit habt ihr mehr Wasser, genau, nicht Beaujolais im Glas, sondern Spaß im Glas. Aber in dem Sinn, ciao. Boah, das ist aber ein Teil hier, das ist ein Brett.